Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir befinden uns gerade in Sardinien, in Capo Ferrato bei unserer Unterkunft und heute wollen wir einen kleinen Ausflug machen nach Cagliari. Das ist eine wundervolle Stadt ganz im Süden der Insel. Cagliari haben wir auch schon vor 2 Jahren mehrmals besucht und dann dachte ich mir, wenn wir heute wieder nach Cagliari fahren, dann nehme ich euch einfach mal mit der Kamera mit. Ich stehe gerade hier noch im Garten unserer Unterkunft. Hier im Hintergrund seht ihr unser Auto, was wir gemietet haben für die Zeit in Sardinien. Und ich schätze mal, wenn wir heute von Cagliari wiederkommen, dann mache ich noch mal so einen kleinen Rundgang hier durch den Garten und durch unsere Unterkunft, durch das kleine Häuschen, was wir hier gemietet haben. Wir sind jetzt in Cagliari angekommen. Wir befinden uns jetzt im südlichen Cagliari und ich stehe jetzt gerade vor einem Bioladen, Naturasi. Das ist so eine Bioladenkette in ganz Italien. So einen Bioladen haben wir auch schon auf Sizilien gesehen und haben da auch regelmäßig eingekauft. So, wir wollen noch einige Kleinigkeiten einkaufen und dann geht es weiter. Henry kauft schon fleißig ein. Hier gibt es die große Obst- und Gemüseabteilung. Na Simon, hast du für dich irgendwas entdeckt? Ah, es gibt hier auch veganes Eis, Sorbet-Eis und so auf, ich glaube auf Reismilch, auf Reismilchbasis. Wollt ihr das Sorbet mitnehmen oder das andere? Das ist schon Schoko. No. Okay. Das war auch nicht deine, oder? Doch. Das hier? Okay, bravissimo. Du musst ein bisschen den Finger ziehen jetzt. Was müssen wir? Ein bisschen den Finger ziehen. Wieso? Weil die Wackel ist noch. Ach so. Okay, dann machen wir noch ganz kurz. Will dich nicht drängen, aber. Dann müssen wir noch warten, wir haben ganz schön viel Eis. Ja. Wie schmeckt euer Eis? Gut. Hier so ein Sorbet-Eis. Eisig. Du hast irgendwas Fruchtiges, Bäriges und du hast Ananas oder Orange? Keine Ahnung, Dore. Keine Ahnung. Okay, dann gebe ich dir das mal. Das musst du jetzt noch essen. Warte, Pfirsich ist das. Was hast du hier noch? So eine Schokoreismilch. Also das ist hier unser Einkauf. Ich habe ja schon ein bisschen so reingefilmt. Ihr seht, hier gibt es auch viel mehr Fertigprodukte. Zum Beispiel diese Tortilla-Chips. Die lieben meine Jungs, aber die gibt es immer nur im Urlaub, wenn wir in Italien sind. Hier noch ein paar Riegel. Kartoffeln hatten wir hier. Salate, Zwiebeln. Gurken, Esskastanien waren dabei und natürlich reife Früchte, richtig schöne reife Kakis. Die lassen wir uns heute schmecken. Wir hatten dann auch hier noch Hafermilch und Tee, so ein Rotbusch, Vanille, Schokotee, den mögen meine Jungs auch. Dann hier noch so ein Schokodessert, Vanille mit Hafermilch und noch eine Schokolade hat sich Simon ausgesucht. Zartbitter Mandel und es gibt sogar etwas nicht Veganes, das ist, wie heißt der Käse gleich? Parmesan. Ah, Parmesankäse, genau, für die Jungs. Dann gibt es uns hier irgendwo Dinkelnudeln. Genau, das war jetzt unser Einkauf im Biola. Jetzt sind wir noch weiter ins nördliche Cagliari gefahren. Hier gibt es eine ganz große Markthalle. Ich glaube, die hat jeden Tag bis Samstag halt 2 auf. Wir wollen mal schauen, ob wir hier reife Früchte einkaufen können. Hier gibt es reife, ganz, ganz reife Kakis. Dann nehmen wir auf alle Fälle eine Stiege mit. So, wir haben jetzt tatsächlich eine ganze Stiege reife Kakis gekauft. Wir haben dafür 12,80 Euro bezahlt. Genau. Und hier könnt ihr mal sehen, so sehen reife Kakis aus. Das könnt ihr schon an der Farbe erkennen. Ja, ihr könnt das schon, wie die leuchten, ja. In Deutschland, da geht man in den Supermarkt, dann findet man solche Farben gar nicht mehr. Und die sind auch knochenhart, so hart wie Äpfel, die müssen aber weich sein. Genau, also die hier sind nicht knochenhart. Nee, die sind weich. Die sind weich. Also wenn man hier reindrückt, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, kann man richtig reingucken. So muss Kaki sein. So müssen Kakis aussehen. Lecker. Hier gibt es auch ein schönes Gemüseangebot. Henry bestellt gerade für sich. Ich habe gerade Dattel, Tomaten, Rucola, Gurken und so eine Art Zwiebel eingekauft. Die schönen grünen Kräuter. Wir sind gerade aus der Markthalle herausgekommen. Henry und Simon, die packen gerade
den Kofferraum um alle unsere Früchte, Gemüsefrüchte und das Grünzeug unterzubekommen, was wir heute im Bioladen und auch hier in der Markthalle gekauft haben. Jetzt werden wir uns noch ein bisschen entspannen. Wir gehen jetzt noch in einen Park, Monte Chiaro. Und in den waren wir schon vor 2 Jahren, als es hier sehr heiß war und sehr trocken. Und jetzt schätze ich mal, wird der Park etwas grüner sein. Da bin ich auch drauf gespannt. Also jetzt geht es erstmal ab zum Park. Wir werden auf alle Fälle mit dem Auto hinfahren. Wir sind jetzt im Park Monte Chiaro und es ist für mich sehr schön zu sehen, dass hier alles grün ist. Wir waren ja vor 2 Jahren, 2016 im Juli, auch schon hier in diesem Park und damals waren so 36, 37 Grad und die ganzen Wiesen waren verdorrt. Und jetzt ist es einfach so schön grün, so entspannend und grün entspannt ja bekanntlich die Augen und es ist so schön, überall dieses Grün zu sehen. Wir spazieren jetzt hier gerade ein bisschen durch den Park und wir wollen noch zu diesem Teich gehen. Hier im Park gibt es einen Teich mit Schildkröten, da waren wir auch schon vor 2 Jahren. Und da hatten meine Jungs auch ganz viel Spaß, die Schildkröten zu beobachten. Und wollen wir jetzt den Teich nochmal aufsuchen und dann uns einfach auch hier in diesem Park entspannen. Hier hat man auch einen ganz tollen Blick über Cagliari. Da gibt es ja auch so einen Aussichtspunkt, den werden wir dann auch noch aufsuchen und einfach hier die Zeit in diesem schönen Park genießen. Aber so viele Schildkröten hatten wir vor 2 Jahren nicht gesehen. Nee. Waren nur so ein paar am See. Sie haben sich vermehrt. Ja. Wo gucken die denn alle hin? Was beten? Sieht aus, als ob die irgendwas anbeten. Ganz tolles Wildgrün. Hier gibt es noch mehr Wildkräuter, Spitzwegerich, hier dieses Blatt und Löwenzahn. Hier noch ein ganz tolles Wildkraut, was ich dieses Jahr erst auf Sizilien entdeckt habe. Das ist wilder Portulak. Haben wir jetzt auch hier auf Sardinien schon ganz oft gegessen. Silas, wir sind ja das dritte Mal auf Sardinien. Also du bist das dritte Mal in deinem Leben auf Sardinien. Was gefällt denn dir an Sardinien am besten? Die Pizza? Was? Die Vegetarisch? Ja. Oh, okay. Käse. Der Strand. Die Sonne. Und ja, was gefällt mir denn noch? Die ganze Stadt eigentlich. Cagliari magst du? Ja. Wir waren ja schon vor 2 Jahren in Sardinien. Da sind wir auch ganz oft nach Cagliari, die Altstadt, gefahren. Und da gibt es so ganz tolle enge Seitengässchen, so kleine Gässchen. Das war sehr charmant. Mhm. Und genau, Silas liebt das Meer, egal wo wir sind, ob auf Sizilien oder Sardinien. Das Meer, du hast ja schon Strand gesagt, ne? Das Meer hat es dir angetan. Wir haben auch diesmal Schnorchel und Taucherbrille dabei, die wir auf Sizilien gekauft haben, aber die kamen noch gar nicht zum Einsatz. Ne? Müssen wir mal die Tage schauen, ob wir das mitnehmen. Mhm. Jetzt mag ich aber auch noch mal sagen, was mir nicht gefällt. Okay. So. Dass wir kein WLAN haben. Okay, ja, wir suchen halt die Unterkünfte nicht immer nach WLAN aus, aber wir waren jetzt in Porto Pino, da hatten wir mal 3 Tage WLAN. 3 Tage aber nur. Darf ich nicht so viel Pizza kriegen. Dass ihr nicht so viel Pizza essen dürft. Würdest du am liebsten jeden Tag Pizza essen? Ja, sogar 5. 5 Mal am Tag? Ja. Noch. Also, dass wir die ganze Zeit laufen. Dass wir so viel laufen. Also wir haben ja diesmal ein Auto gemietet, als wir vor 2 Jahren in Sardinien waren. Da sind wir ja oft mit dem Bus nach Cagliari reingefahren und da sind wir viel, viel mehr gelaufen. Diesmal das war noch schlimmer.
von der Stadt. Ich fand das immer sehr schön, so eine Stadt zu Fuß zu erkunden. Hatten wir ja schon, aber können wir das nicht nochmal machen? Was möchtest du nochmal machen? Na, die Stadt erkunden, so rumlaufen. Ja, also wir gehen bestimmt nochmal in die Außerdem, Altstadt. Außerdem können wir nochmal ein Erinnerungsstück mitnehmen. Ein Erinnerungsstück? Ja. Aus Cagliari die oder aus Sardinien? Die Kette und das Armband. Ja. Okay, danke. Ja, bitte. Kriege ich dafür Geld. Ein Küsschen kriegst du. Yay! Ich krieg Geld! Simon, du bist jetzt auch das dritte Mal auf Sardinien. Was gefällt dir am besten an Sardinien? Pizza. Ja genau, die Jungs bekommen hier auf Sardinien, aber auch auf Sizilien. Wir waren ja auch schon zweimal auf Sizilien, da gab es auch immer vegetarische Pizza. Zu Hause in Leipzig eher selten, da mache ich die aber Rohkostpizza, ne? Mhm. Magst du auch sehr gerne, genau. Aber es ist dann immer hier so ein Ritual, wenn wir auf Sardinien oder Sizilien sind, gibt es vegetarische Pizza. Aber leider nicht jeden Tag, ne? Nur ab und zu. Was gefällt dir noch an Sardinien? Das Meer. Das Meer, das ist immer fantastisch. Das Mittelmeer. Und wir waren in Porto Pino, da gab es noch einen Pool. In Porto Pino. Kann ich auch mal ein Foto einblenden, genau. Da hatten wir eine ganz, ganz tolle Unterkunft und da war ein Pool mit Blick aufs Meer, ne? Mhm. Da hattet ihr auch euren Spaß im Pool. Noch was? Fällt gar nichts ein. Das ist Pizza, Meer und Pool. Aber ich möchte noch dazu sagen, vielleicht, das hast du vielleicht jetzt vergessen zu sagen, du bist ja so ein ganz großer Kletterfan. Du kletterst ja sehr gern und hier auf Sardinien gibt es auch ganz tolle Berge. Und wir waren gestern auch, wo waren wir da am Meer? Wo war das? Punta Molentes. Punta Molentes. Also Punta Molentes, das ist im Südwesten. Im Südosten, genau. Porto Pino war ja Südwesten, genau. Wir sind jetzt wieder in Capo Ferrata, ist ja unsere Unterkunft im Südosten. Und da waren wir, was? Ferrato. Genau, ich habe schon wieder vergessen. Also, ich meinte eigentlich Capo Ferrato. Wir waren gestern an einem ganz tollen Strand und da gab es auch was zum Klettern, da war so eine Felsformation, ne? Und Simon ist dann immer so unser Führer. Das war ganz toll. Der uns dann immer geleitet und vorklettert und wir klettern hinterher, ne? Da hast du auch immer ganz viel Freude dran. Generell so Bewegung und Sonne und Meer und die Berge dazu, die Sonne, die frische Luft am Meer. Würdest du dem zustimmen oder legst du das jetzt in den Mund? Ja, beides. Okay. Genau, wir wollen jetzt noch ein bisschen hier so im Park rumlaufen. Genau, das machen wir jetzt noch. Was wunderbar hier an diesem Park ist, hier gibt es so eine Art Trimm-Dich-Fahrt. Der ist auch neu gemacht, vor 2 Jahren war der noch nicht so modernisiert, sag ich mal. Es sind so verschiedene Übungen abgebildet, die man hier machen kann. Also man kann hier diesen Pfad lang gehen und verschiedene Übungen machen. Ich werde mich jetzt auch gleich mal an Klimmzügen üben. Das ist so eine Herausforderung, der ich mich seit ca. 3-4 Wochen stelle. Ja, super! Spring! Da muss er springen. Das ist meine Stange. Ich kann sogar gleichzeitig mit dir machen. Hier seht ihr mehr als 20 Jahre pflanzliche Kost. Machst du gerade eine Aufnahme? Ja. Wisst ihr, was das Schöne ist? Sicke übt jetzt seit über einem Monat. Am Anfang weiß ich noch, da ging das ganz schwer. Da ist er quasi mit hochgesprungen. Ich stand so. Also, wir haben eine Stange zu Hause. Ja. An den Türrahmen. Genau. Die war es vielleicht so: ich stand oben und da ist überhaupt nichts passiert. Ich habe mich kein Stück bewegen können. Und jetzt geht es ganz einfach. Es hat auch viel mit Mindset zu tun. Also, dass man sich darauf einstellt. Dranbleiben. Dass man dranbleibt, immer wieder probiert und sich dann auch darauf einstellt, dass man es schafft, dass man die Fähigkeit hat, das zu schaffen. Genau. Und dann geht es auch wunderbar, ne? Dass man einfach hier so sich anstellt. Genau. Am Anfang kann man immer wieder hochspringen und sich dann ganz, ganz langsam runterlassen. Genau, so habe ich es auch am Anfang gemacht. Sicke, zeig mal, wie du angefangen hast. Dann sieht man einfach, das mal. Ich bin einfach hochgesprungen. So. Man kann da auch einen Hocker nehmen. Genau, und dann so lange wie möglich halten. So fängt man an und so baut man die Kraft in den Arm auf. Und was auch noch so geht, wir haben so einen Badhocker.
Und der hat so ein Trittbrett, das unterste Trittbrett geht ungefähr so hoch. Ein Trittbrettfahrer. Genau, und dann stand ich fast so, vielleicht noch ein bisschen höher. Mhm. Dann habe ich immer halbe Klimmzüge gemacht. Genau. Und das trainiert auch erstmal die Muskeln, dass man sich erstmal so halbwegs hochziehen kann. Ne? Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht, erst so 2-3 Mal. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, das geht total auf die Oberarme. Und dann habe ich es 10-mal gemacht. Und wenn man das mehrere Tage lang 10-mal macht, also einmal am Tag 10-mal, dann merkt man nach einer Woche, oh, ich kann jetzt auch mal einen richtigen Klimmzug machen, also mich richtig hochziehen, ohne dass ich einen Hocker brauche oder ohne dass ich hochspringen muss. Das ist wirklich sehr faszinierend, was möglich ist. Und nochmal zu dem Thema, einmal am Tag was essen. Ich habe dazu schon mindestens 2 Videos auf meinem Kanal gemacht. Und Henry praktiziert das ja auch, hat auch einen Kanal, Henry Lopp. Aber du hast es noch nicht so thematisiert. Du wirst es, denke ich, auch noch thematisieren auf deinem Kanal. Ne? Und du machst ja auch richtig viel Sport. Also Henry treibt richtig viel Sport und isst auch nur einmal am Tag. Und heute ist es auch so, es ist jetzt wie 14.30 Uhr ungefähr. Ja. 14.30 Uhr, wir haben heute noch nichts gegessen. Ich habe noch nicht mal was getrunken heute. Also ich praktiziere ja auch das Trockenfasten jeden Tag. So bis 14, manchmal auch bis 16 Uhr, je nachdem. Ich gehe da auch immer so ganz viel nach Körpergefühl. Also ich habe noch nichts getrunken, noch nichts gegessen und es ist überhaupt kein Problem, Klimmzüge zu machen. Also ich könnte jetzt auch hier den ganzen Parcours durchmachen, ohne Probleme. Also ich praktiziere das immer so, ob ich laufen gehe, ob ich schwimmen gehe, Fahrrad fahre, ob ich alles 3 zusammen mache oder ob ich meine Kräftigungs- und Dehnungsübungen mache. Ich esse niemals vorher und oft trinke ich auch vorher nichts und das klappt wunderbar. Und ich habe auch festgestellt, gerade mit diesen Klimmzügen bin ich ja so seit 4 Wochen dran und ich hatte in den letzten 4 Wochen auch 3-mal gefastet. Und die meisten Klimmzüge habe ich gemacht am 3. Fastentag, also als der Darm auch richtig leer war. Ja, ich merke das auch, wenn ich Klimmzüge mache, das sind nicht nur einfach die Arme, das ist auch ich benutze dafür auch die Bauchmuskeln. Und ich habe festgestellt, wenn ich gefastet habe und der Darm durch die Einläufe und Kasia Fistula relativ leer ist, dann konnte ich am besten die Klimmzüge machen. Umso einfacher war es mir möglich, die Klimmzüge zu ziehen. Das ist unglaublich, obwohl ich 3 Tage nichts gegessen hatte, nur getrunken. Also es ist wirklich faszinierend, was möglich ist. Willst du noch was dazu sagen? Kraft kommt nicht vom Essen. Aber man kann es mit dem richtigen Essen, kann man sich wieder so weit reinigen, dass die Kraft um ein Vielfaches mehr da ist. Also die Erfahrung mache ich auch. Ne? Dass ich meinen Körper nicht zu sehr mit Essen belaste. Also Essen ist eine wichtige Sache, ist für uns ja auch eine Genusssache. Wir genießen auch unser Essen, wir sind hier gerade auf Sardinien. Wir genießen hier die reifen Früchte, die reifen Gemüsefrüchte, auch die Salate. Und wir haben jetzt hier im Park auch Kräuter gefunden. Und das genießen wir dann auch, aber einmal am Tag nur. Einmal am Tag. Abend. Und wir fühlen uns den ganzen Tag gut. Und seitdem ich meinen Körper immer mehr reinige und auch immer einfacher esse, also Rohkost und nicht so viel mische, nicht so stark würze, funktioniert das einfach wunderbar. Und das intermittierende Fasten ist ja mittlerweile keine Seltenheit mehr. Auf YouTube findet ihr so viele Beispiele. Mein 13-Jähriger trainiert gerade seinen 9-jährigen Bruder. Auch sehr interessant. Obwohl jetzt hier diese ganzen Trimmgeräte stehen, nutzen meine Jungs eigentlich nur einen Baum und ihre Beinkraft. Also mein Ältester trainiert seinen jüngeren Bruder im Sprint. Und das Ziel ist es, so weit wie möglich den Bauch hochzukommen. Und es ist interessant, der Silas ist eher so der Langlauf-Experte, der läuft mit mir längere Strecken, aber langsamer. Und Simon ist eher so der Sprinter, der liebt es einfach so schnell wie möglich zu sprinten, also kurze Sprints. Und Silas und ich, wir sind eher so die Langstrecken-Experten. Du bist ja auch so schnell gerannt, wie du kannst. Du musst nur dann immer noch weiter rennen, wenn du beim Baum bist. Wie ein Blitz. Nach der sportlichen Betätigung gibt es erstmal etwas Wasser mit Grassaftpulver. Grassaftpulver ist mein liebstes Grün für Reisen. Das habe ich immer mit dabei. Und jetzt lasse ich mir eines meiner liebsten grünen Getränke schmecken. Mit einem Blümchen. Das Blümchen will er auch probieren. Sporttafel, da sieht man auch immer, was für eine Übung ausgeführt werden soll. Steht in Italienisch, in Deutsch und in Englisch da und auch, was so das Ziel ist. Kinder sollen diese Übung 5-mal machen und Erwachsene 10-mal. Mit geschlossenen Beinen über den Baumstamm hüpfen vorwärts, rechts und links. Also hier ist dieser Baumstamm. Hier gibt es auch noch eine Übung, das ist Bockspringen. Bockspringen über 5 Rundhölzer.
Kinder 5-mal, Erwachsene 10-mal. Und hier gibt es eben überall diese tollen Tafeln und die dazugehörigen Geräte. Wirklich ganz, ganz toll. Richtig schön durchhängen, das ja. Hier direkt in einem Karoffbaum. Ja, den Karoff noch nicht kennt, so sieht er aus. Den könnte man jetzt so essen. Viele kennen Karoff als Pulver und man kann das zum Beispiel mit einem Silke macht das auch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du das Rezept schon hast auf deinem Blog oder in einem Video. Man kann da schön Bananenbrei machen. Genau, so eine Art Schokopudding. Genau, da gibt es schon ein Rezept, das kann ich oben in den Infokarten verlinken. Genau, das wird verlinkt. Ja, und hier werden wir jetzt auf jeden Fall uns die Taschen vollhauen. Hier oben sieht man auch, wie die Schoten am Baum wachsen. Also ich hatte schon vor 2 Jahren ein Video veröffentlicht zum Thema Karoff. Habe ich auch in Decimomanno das Video gemacht, genau wo wir den Henry vor 2 Jahren besucht haben. Das kann ich euch auch oben in den Infokarten verlinken. Da gebe ich dann noch mehr Informationen zum Karoff und was es für verschiedene Karoff-Produkte gibt. Ja, also bevor wir den Park wieder verlassen, werden wir auf alle Fälle ein bisschen Karoff sammeln. Das ist hier eine einmalige Chance, wirklich an gutes Karoff zu kommen. Und du hast ja auch schon gesagt, das kann man auch so essen, so als Snack zwischendurch. So sieht das von innen aus. Und so sind, das sind die Kerne, ne? Die Kerne kann man nicht mitessen. Nee, die würde ich auch nicht mitessen. Aber das ist gutes Kautraining, ne? Mhm. Und gesundes und freies Essen. Das ist... Was ist das für ein... Was ist das nochmal? Das ist Karoff, original. Wir haben ganz viele Karoff-Schoten gesammelt und Simon hat seinen Pullover geopfert, weil wir keinen Beutel mehr haben. Ja. Und wir gucken, dass wir das jetzt hier behalten. Sie hat noch ihren Pullover. Und er... Nein, er hat nicht. Er hat keinen Pullover. Wir werden sehen, dass wir das jetzt heile zum Auto. Er hat noch eine Jacke. Ja, okay. Jetzt geht. So, jetzt. Bereit? Ja. Hier seht ihr mal unsere Ausbeute von der Markthalle. Da war noch einiges an Salaten und Kräutern dabei. Das hier sind mal nur Gemüsefrüchte und Früchte. Also reife Früchte, die gerade in Sardinien Saison haben. Natürlich die reifen Kakis hier, dann Granatäpfel, Kaktusfeigen, dann die Zuckermelone. Hier haben wir auch schon eine angeschnittene Zuckermelone. Dann natürlich Tomaten haben Saison, auch jetzt um die Zeit im Oktober in Sardinien. Das sind so kleine Datteltomaten. Dann haben wir hier noch eine Gemüsefrucht, Gurken, dann haben wir hier Mandarinen und Weintrauben. Wir sind wieder zurück in Capo Ferrato. Wir haben heute einen wundervollen Tag in Cagliari, vor allem in diesem Park, verbracht. Es war wirklich wunderschön. Jetzt ist es schon gegen Abend und es gibt gleich unsere Abendmahlzeit. Und bevor ich euch diese zeige, möchte ich euch noch ein bisschen durch den Garten führen. Hier hinten hängt unsere Wäsche hinter dem Haus. Und hier seht ihr den kleinen Garten. Der ist jetzt nicht so groß, aber ausreichend für meine beiden Jungs, die dann auch mal ein bisschen hier rumtoben können. Hier seht ihr auch einen Wasserschlauch, damit hatten die Jungs auch schon ganz viel Spaß. Hier ist ein Granatapfelbaum, da haben wir auch schon einen Granatapfel geerntet. Hier oben hängt noch einer und hier hängt auch noch ein tolles Exemplar. Es gibt auch noch diverse Bäumchen und Palmen. Hier ist ein schöner Olivenbaum und ganz weit hinten, ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann, da ist das Meer. Also wir hören es tatsächlich rauschen. Die Luft ist hier auch sehr gut. Es ist ja eher so ein ländlicher Raum. Schöne Meeresluft. Das ist um hier eine schöne Brise. Hier ist auch noch so was Kleines angelegt mit Pflänzchen, einem Stein. Da kann man sich auch draufsetzen und ein bisschen zum Meer schauen. Den Baum nutzen wir auch so ein bisschen als Sportgerät oder die Äste als Klimmzugstange hier an diesem Ast. Kann man so halbwegs auch Klimmzüge üben. So, ich teste das jetzt auch nochmal. So, ist auch ein bisschen schwierig, weil das jetzt hier auch so eine merkwürdige Form hat. Es ist keine gerade Stange. Kann gar nicht so gut greifen, aber ich muss vielleicht ein bisschen abspringen. Mal schauen. Oh. Geht ganz gut. So. Genau, ich wollte euch mal demonstrieren, wie wir den Baum ein bisschen zweckentfremden. Hier seht ihr unsere Veranda. Also hier spielt sich eigentlich die meiste Zeit unser Sein ab. Wenn wir hier in der Unterkunft sind, drin sind wir eigentlich nur ganz selten. Damals, wo das Unwetter war,
vor ein paar Tagen, da waren wir natürlich mehr drin, aber sonst sind wir entweder unterwegs oder sitzen hier draußen. Hier gibt es auch so eine kleine Sitzecke. Ah ja, hier ist meine halbe Wassermelone, das wird heute meine erste Mahlzeit für heute sein. Und dann haben wir hier noch so einen Tisch, wo wir auch dran sitzen können. Ach, hier gibt es auch eine Mahlzeit von Henry, da ist gerade, das ist eine Zuckermelone, genau. Gleich, ja. Wir nehmen jetzt unsere gemeinsame Mahlzeit ein. Für die Jungs gibt es Nudeln, Dinkelnudeln und Reisnudeln mit Sojasauce und Parmesan. Den haben sie sich heute im Bioladen gewünscht. Silas hat seine Portion Nudeln. Henry hat schon eine Zuckermelone gegessen. Für ihn gibt es jetzt noch Trauben. Und ich beginne heute meine Mahlzeit mit Wassermelone und mit reifen Kakis. Später esse ich dann noch Gemüsefrüchte und Salat. Das war's wieder von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wir werden jetzt noch unsere gemeinsame Abendmahlzeit einnehmen und dann den Abend einfach angenehm ausklingen lassen. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis bald, eure Silke.